Sie fahren mit Schrittgeschwindigkeit in einem Stau. Wann ist der Kupplungsverschleiß an Ihrem Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe am geringsten? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im letzten Video haben wir uns ja schon mit dieser Frage beschäftigt. Da geht es ein bisschen um die Technik. Du musst also verstehen, wie so eine Kupplung funktioniert. Und die Antwort habe ich ja noch offen gelassen, weil ich dich das fragen wollte, ob du das denn schon weißt. So, wir schauen uns gleich mal die Antwortmöglichkeiten an, die du in der Prüfung dazu bekommen könntest. Wenn ich wiederholt anfahre und anhalte. Wenn ich in einen niedrigen Gang möglichst ohne Betätigung der Kupplung fahre. Wenn ich langsam mit schleifender Kupplung fahre. Also du musst wissen, jedes Mal, wenn du die Kupplung drückst, dann hast du einen Verschleiß an der Kupplung. Also dann nutzt dich die Kupplung ab. Die Kupplung, das ist im Großen und Ganzen zwei Scheiben, die aufeinander gepresst sind. Und wenn die aufeinander gepresst sind, dann ist alles gut. Wenn du die Kupplung aber drückst, dann trennst du diese Kupplung und dann schleifen diese Scheiben aneinander. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn etwas aneinander schleift, dann hast du natürlich immer Abrieb. Also am besten wäre es, mit einer langsamen Geschwindigkeit zu fahren, und zwar so, dass du die Kupplung nicht brauchst. Ich mache das im Stau immer so, ich lasse mir da so 2-3 Autolängen Platz, und wenn die anderen bremsen müssen und anhalten, dann habe ich halt noch diese 15 Meter, um vielleicht im ersten oder zweiten Gang weiter zu rollen. Und wenn ich dann am Stauende bin, dann fahren die anderen wieder weiter und dann lasse ich wieder ein bisschen Puffer dazukommen. Und so kannst du einfach ganz easy auch durch den Stau durchkommen und hast möglichst wenig Verschleiß an der Kupplung. Wie können Sie verhindern, dass ein Kind während der Fahrt eine hintere Tür öffnet? Das geht zum Beispiel mit Klebeband. Da gehst du so 2-3 Mal um das Kind rum und dann kann es die Tür nicht mehr öffnen. Nein, Quatsch. Also wir gehen natürlich etwas humaner mit dem Kind um und da gibt es die Möglichkeit, dass du eine Kindersicherung aktivierst. Da kannst du hinten die Tür aufmachen und im Schloss gibt es die Möglichkeit, so einen Schalter umzulegen. Dann kann man die Tür von innen nicht mehr öffnen. Das Ganze hat übrigens nichts mit der Zentralverriegelung zu tun. Die Zentralverriegelung kannst du bedienen mit deinem Autoschlüssel und das sperrt das Auto ja ab oder auf, aber du würdest ja trotzdem von innen rauskommen, auch wenn die Zentralverriegelung zu ist. Deswegen, Zentralverriegelung ist Quatsch, in dem Fall hier Kindersicherung bei der hinteren Tür aktivieren. Woran können Sie während der Fahrt eine defekte Blinkleuchte erkennen? Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als üblich. Eine defekte Blinkleuchte ist während der Fahrt nicht erkennbar. Das hast du vielleicht schon mal gehört oder gemerkt, wenn du mit den Eltern oder Freunden unterwegs bist, steht an der Kreuzung und auf einmal macht der Blinker so ein ganz nervöses Tickgeräusch, so. Also viel schneller als sonst, und das soll dir symbolisieren, dass irgendein Blinker nicht in Ordnung ist und weist dich einfach darauf hin, dass du den bitte so bald wie möglich austauscht. So, wir haben eine Videofrage, gibt volle 5 Fehlerpunkte, also eine sehr wichtige Frage. Wir sehen einen Linienbus vor uns, der mit Warnblinklicht an einer Haltestelle hält. Also, für uns auf jeden Fall erstmal 2. Gang bremsbereit. Wir stellen uns erstmal die Frage, lohnt es sich überhaupt an dem Bus vorbeizufahren? Schauen uns mal die Bushaltestelle an, da steigen vielleicht 3 Leute ein. Ist natürlich sehr unangenehm, wenn wir jetzt am Bus vorbeifahren und genau in dem Moment, während wir neben dem Bus sind, fährt der Bus los. Das ist immer scheiße und auf sowas würde ich mich gar nicht einlassen. Also schau erstmal, lohnt es sich an dem Bus vorbeizufahren oder nicht? So, was haben wir denn sonst hier für Antwortmöglichkeiten? Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Richtig, wir dürfen am Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, heißt spätestens am Hinterteil des Busses muss der erste Gang drin sein. Mit ca. 7 km/h kannst du dann am Bus vorbei rollen und wie gesagt, das dauert natürlich relativ lang und wenn dann nur 3 Fahrgäste ein- oder aussteigen, ist die Gefahr natürlich groß, dass der Bus dann auf einmal losfährt. Ich darf am Bus nicht vorbeifahren. Personen könnten die Fahrbahn überqueren. Personen können die Fahrbahn überqueren. Das ist ja auch der Grund, warum wir nur mit Schrittgeschwindigkeit am Bus vorbeifahren dürfen. Also 1 und 3 sind hier richtig. Warum ist es gefährlich, Sicherheitsgurte nicht anzulegen?
weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 20 km pro Stunde nicht mehr ausreichend abstützen kann, weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert werden kann. Im Stadtverkehr ist es wegen der geringen Geschwindigkeit ungefährlich. Ja, also 20 km/h sind schon sehr, sehr heftig. Ich habe mal einen Bericht gesehen, ich glaube vom ADAC müsste das gewesen sein, die haben ein Kind genommen, also ein Dummy-Kind. Gewicht müsste, glaube ich, so 5 oder 6 Kilo gewesen sein. Auf dem Rücksitz platziert, nicht angeschnallt und das Auto ist mit 20 km/h in ein anderes Auto reingefahren. Und das Kind hat eine Kraft von einer Tonne aufgebaut. Kannst du dir vorstellen, was mit den Vordersitzen und mit dem Fahrer und mit der Windschutzscheibe und mit dem Kind überhaupt passiert, wenn da mit einer Tonne Gewalt das Kind aus dem Auto rauskatapultiert wird. Also schon 20 km/h sind auf jeden Fall heftig. Du kannst es gerne selber ausprobieren. Versuch mal mit 20 km/h gegen eine Wand zu rennen oder gegen ein anderes Auto. Und ungefähr so siehst du danach dann aus. Weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert werden kann. Genau, das ist natürlich auch richtig. Die Frontscheibe wird das nicht mehr aushalten. Also das Kind oder du wirst auf jeden Fall aus dem Fahrzeug katapultiert. 1 und 2 kreuzen wir an. Sie möchten nach links abbiegen. Wann müssen Sie auf den nachfolgenden Verkehr achten? Auf den nachfolgenden Verkehr, also den von hinten. Vor dem Abbiegen. Nach dem Abbiegen. Vor dem Einordnen. Also, natürlich bevor du dich links einordnest, musst du schauen. Deswegen kontrollierst du ja erst die Spiegel, setzt dann den Blinker und schaust dann nochmal in den toten Winkel. Vorm Abbiegen schaust du natürlich auch nochmal, weil es immer jemanden geben kann, der hinten an dir vorbeizieht. Also in dem Fall 1 und 3 sind richtig. Sie sollen ein Ihnen unbekanntes Kraftfahrzeug fahren. Warum müssen Sie dabei zunächst besonders vorsichtig sein? Ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten im Bremsverhalten. Ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten im Lenkverhalten. Ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten in der Anordnung und der Funktion der Bedienelemente. Also auch ganz wichtig, wenn du deinen Führerschein hast, viele brauchen einen Führerschein ja für die Arbeit, dann bekommst du vom Arbeitgeber ein Auto vielleicht gestellt oder er sagt zu dir, wir müssten ganz dringend ein Paket von A nach B bringen. Frau so und so, nimm Sie doch mal schnell mein Auto und erledigen Sie das. Dann solltest du auf jeden Fall wissen, dass sich ein anderes Auto auch anders anfühlt. Also die Bremsen funktionieren anders, vielleicht sind sie viel aggressiver, vielleicht kommen die Bremsen auch erst später. Mit der Lenkung ist genau das Gleiche. Da lohnt es sich auf jeden Fall am Anfang erst langsam loszufahren, 1-2 Meter mal auf die Bremse zu drücken, mal einzulenken, um zu sehen, wie das Auto denn reagiert. Also 1 und 2 auf jeden Fall richtig, aber auch die Anordnung verschiedener Bedienelemente können abweichen. Also du wirst das Lenkrad höchstwahrscheinlich immer hoffentlich auf der linken Seite finden. Der Blinker ist immer links, der Scheibenwischer ist immer rechts. Achtung, solltest du mal einen Rechtslenker bekommen, sind Blinker und Scheibenwischer vertauscht. Aber auch so Sachen wie die Beleuchtungseinrichtungen können leicht abweichen. Da also einfach 1-2 Minuten Zeit nehmen, bevor du den Zündschlüssel umdrehst und dich ein bisschen mit dem Auto beschäftigen. Wann ist das Überholen verboten, wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken? Wenn die Verkehrslage unklar ist? Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können als der zu Überholende? Hier sind alle drei Antwortmöglichkeiten richtig. Wir müssen die komplette Strecke einsehen können, die wir zum Überholen benötigen. Ist natürlich so eine Einschätzungssache, besser mehr Platz als zu wenig. Wenn die Verkehrslage unklar ist, ist auch richtig. Vor dir bremst einer, links biegt einer ab, rechts sind Kinder, da rennt einer über die Straße, die Verkehrslage ist unsicher, da ist das Überholen verboten. Wenn wir nicht wesentlich schneller fahren können als denjenigen, den wir überholen, sagen wir 80 km/h sind erlaubt, der LKW fährt 79, du fährst genau 80, dann ist das Überholen verboten, weil du einfach nicht schneller genug bist, um den LKW überholen zu können. Sie möchten überholen. Wie verhalten Sie sich hier richtig?
Hier müssen wir uns die Fahrzeuge ein bisschen näher anschauen. Wir sehen nämlich ein gelbes Fahrzeug und dahinter ist noch irgendwas. Und wenn wir noch genauer hinschauen, dann sehen wir, dass wir da drei Schatten haben. Also meine Vermutung wäre einfach, dass das vordere Fahrzeug wahrscheinlich noch einen Anhänger hinter sich herzieht und wir damit rechnen müssen, dass wir viel mehr Platz brauchen zum Überholen. Außerdem sehen wir bedingt dieser leichten Kuppel nicht, ob der Gegenverkehr kommt. Deswegen ist das Überholen hier absolut nicht erlaubt. Ich überhole, da kein Gegenverkehr zu erkennen ist. Ich überhole nicht, da Gegenverkehr auftauchen könnte. Ich überhole nicht, da das gelbe Fahrzeug überholen könnte. Also das mit dem Gegenverkehr, das sehen wir nicht, das werden wir auf jeden Fall ankreuzen. Der Gelbe macht jetzt nicht den Eindruck, als ob er überholen würde, aber wir gehen ja immer vom Schlimmsten aus, er könnte überholen und wenn wir zum Überholen ausscheren und der Gelbe zieht da vor uns rüber, das wäre natürlich unschön. Klar, er müsste schauen, aber wir wissen ja, wie es ist, ja, manche schauen nicht, wir müssen immer für alle mitdenken, deswegen 2 und 3. Der Spurhalteassistent warnt Sie durch akustische, haptische oder optische Signale. Was kann die Ursache dafür sein? Mit dieser Frage machen wir beim nächsten Mal weiter. Du kannst ja auch jetzt schon mal deine Antwortmöglichkeit unten in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video oder Stream wieder. Bis dann. Ciao, ciao.